Spreekick TV ist heute hier zu Gast beim SV Blau-Weiß und ja, wir haben natürlich hier heute besondere Nachrichten im Grunde auch mal zu bearbeiten, denn wenn man in der letzten Zeit die Nachrichten verfolgt hat, dann bewegt sich was bei Blau-Weiß. Blau-Weiß ist in der letzten Saison 9. geworden in der Landesliga und hat jetzt doch einen größeren Umbruch vor und dazu wollen wir natürlich wissen, wie es dazu kam und wie zuallererst natürlich der Trainer Marco Gebhardt hier verpflichtet werden konnte. Na, man müsste wohl, glaube ich, da eine etwas längere Geschichte erzählen, um die ganzen Hintergründe klarzulegen, wie das zustande kommt. Um erstmal die Frage zu beantworten, Marco Gebhardt, um es juristisch richtig zu formulieren, dass auch da wieder kein falscher Eindruck entsteht, Marco Gebhardt ist mit der Tochter meiner Lebensgefährtin liiert, wohnt bei mir auf dem Grundstück, insofern gibt es da sehr viele private Kontakte, außerdem ist er ein Spieler von mir in der Altliga, dadurch ergibt sich automatisch, da sein Vertrag jetzt in Dresden ausläuft als Co-Trainer, dass er eben Lust darauf hat, mit mir oder mit uns hier gemeinsam ein neues Projekt hochzustarten. Das ist natürlich auch völlig legitim, aber viele fragen sich natürlich, also bei der Anzahl der Spieler, in der Fußballwoche war zu lesen bis zu 12, du sagtest mir gerade, sind sogar 18 neue Spieler, die kommen werden und alles natürlich Namen, die man kennt aus der Berlin-Liga, aus der Oberliga. Wie kam und kommt es dazu, dass die Spieler denn sich alle hier wiederfinden? Naja, da muss ich doch weiter ausholen. Ich selber habe mal hier in den 70er und 80er Jahren bei Blau-Weiß, als es noch Blau-Weiß 1890 war, gespielt. Als man noch aufgestiegen ist, dann Mitte der 80er Jahre in die zweite und erste Bundesliga. Bin dann weggegangen hier vom Verein. Der ist dann leider irgendwie ein bisschen runtergewirtschaftet worden. Vor 6 Jahren habe ich wieder hier angefangen, als der Holger Scheibe, ein Spieler, auch ein alter Blau-Weißer, mich gefragt hat, ob ich hier eine Altliga aufbauen will. Mit denen sind wir jetzt nach 6 Jahren 5-mal Pokalsieger geworden, auch noch amtierender Berliner Meister. Und dann wurde ich 5 Jahre gefragt, ob ich mich hier nicht weiterhin für Blau-Weiß und nicht nur für meine Altliga engagieren will. Dann habe ich mich eigentlich jahrelang geweigert, weil die Altliga so mein Baby ist. Nachdem aber in der Sportbild ein Artikel stand über Alt-Berliner Vereine wie Tennis Borussia und auch Blau-Weiß und der Artikel ging los, da stand der erste Vorsitzende in der runtergekommenen Geschäftsstelle. Und als ich das gelesen habe, war für mich Feierabend. Da habe ich gedacht, nee, jetzt musst du was machen, bevor der Verein, der so viel Tradition hat, hier in den Bach untergeht. Also habe ich angefangen, mich hier im Vorstand zu engagieren, hier erstmal ein bisschen das Umfeld neu zu schaffen. Dann habe ich mir die ersten Männer angeguckt und habe festgestellt, im Gegensatz zu unserer Altliga, und da sind ganz viele Bundesligaspieler bei, die nicht mal einen Cent bekommen, um bei uns Fußball zu spielen, weil sie Spaß daran haben. In der ersten Männer stelle ich fest, dass sie eigentlich, wenn sie nicht eine gute Hinrunde gespielt hätten, völlig durchgereicht worden wären. Aber ganz kurz mal dazwischen, aber sind ein paar Spiele auch im Winter gegangen, oder? Ja, ja, das ist eben so ein bisschen der ganze Hintergrund. Das hat eben mit dieser ganzen schlechten Wirtschaft zu tun, was man bei Blau-Weiß Jahre gehandhabt hat. Man hat irgendwelche Zusagen gemacht, die hat man einfach nicht eingehalten. Daraufhin hat man den Spielern gesagt, ja, ihr könnt eben gehen. Das haben natürlich verständlicherweise einige auch gemacht, weil einfach ihnen nicht das gehalten wurde, was man ihnen zugesagt hat. Dementsprechend in der Rückrunde haben sie eben gerade so geschafft, noch den Abstieg zu verhindern. Aber es sind alle Spieler, zumindest ein Großteil, die keinen wirklichen Bezug haben, so wie eben die Altliga-Spieler. Ich habe noch Spieler bei mir, Mike Schmidt, Micha Saar, Thomas Albrecht, die alle früher schon in der ersten und zweiten Bundesliga Blau-Weiß gespielt haben. Und so habe ich dann angefangen, für die ersten Männer eben auch Leute zu suchen, die irgendeinen Bezug zu dem Verein haben. Weil für mich ist immer wichtig, dass es ein alter Traditionsverein eben nicht nur irgendein Erfolg da ist, sondern die Leute sollen sich auch mit dem Verein verbinden, weil er Tradition hat. So habe ich Dennis Vogler angesprochen, seinen Vater, den kenne ich seit 40 Jahren, Dennis kenne ich seit Geburt. Ob er nicht wieder, er hat ja in der Jugend hier schon mal gespielt, hier spielen will. Ich habe Kilian Pruschke gefragt, sein Vater hat hier in der Regionalliga bei Blau-Weiß gespielt. Und die haben dann gesagt, okay, hätten sie Bock drauf, aber dann muss mehr stimmen. Dann muss die Mannschaft stimmen, das Umfeld muss stimmen, das Trainerteam muss stimmen. Daraufhin habe ich eben meinen Sohn, der auch DFB-Stützpunkttrainer ist in Köpenick, Marco Gebhardt gefragt, ob die das machen wollen. Die haben gesagt, okay, wenn das Umfeld passt, genau wie die Spieler, dann haben sie Bock darauf, mit uns gemeinsam ein neues Projekt zu machen. Und so hat sich das dann fast verselbstständigt. Und wenn man sich die Spieler anguckt, die hier zu uns kommen, zum Beispiel die TB-Spieler, die verzichten hier auf ganz viel Geld zu dem, was sie bei TB bekommen haben, weil sie Bock auf das Projekt haben und aus verschiedenen privaten Gründen, wie Kilian, der Einzelhandelskaufmann ist, jeden zweiten Sonntag arbeiten muss, wie Timo Bruckmann, der Vater ist, Erzieher, eben einfach Oberliga mit dem sportlichen Anspruch, mit 4-mal Training und Auswärtsfahrten einfach nicht mehr bewältigen können. Okay, ich muss mich ja auch outen als Blau-Weiß-Fan. Ich war früher auch oft im Stadion und an ein Tor kann ich mich immer besonders erinnern. Das ist das 3-2 von Kalle Riedle, kurz vor Schuss gegen Gladbach. Da stand ich hinterm Tor, war nicht ganz so gefülltes Stadion, aber Sie sprachen jetzt, oder du sprachst jetzt von einem Projekt. Wo soll es hingehen?
Naja, ich muss dazu sagen, abgesehen davon, dass es natürlich einerseits eine sportliche Frage ist, andererseits für mich immer wichtig, dass die Leute wieder darauf stolz sind, blau-weiß zu sein. Als ich hier gespielt habe damals, da war ich stolz drauf. Und jeder hat immer gesagt, oh, du spielst bei blau-weiß, das ist ja was. Heutzutage ist blau-weiß, naja, eben irgendein Verein. Und ich möchte blau-weiß wieder dahin haben, wo er eben früher mal war. Das heißt nicht, ihn zurückführen in die Bundesliga, das wäre nun völlig an der Uhr gedreht, sowas zu behaupten, sondern es geht mehr darum, dass die Spieler, die hier sind, Spaß haben, Erfolg haben, stolz darauf sind, bei blau-weiß zu sein, und alle anderen, die damit zu tun haben, egal ob Trainer sind, Betreuer, wir werden das Casino jetzt wieder dem Verein angliedern, dass alle eben sich wieder freuen, hier zu sein und miteinander Spaß haben und nicht einfach nur irgendein Sportverein, der irgendwo irgendwas macht. Wir sind eine große Familie und das wollen wir auch bleiben. Okay, und in der kommenden Saison einfach als Zielstellung gibt es also keine weitere. Einfach nur sehen, dass man gut reinkommt und schaut, wo es am Ende ausgeht. Ich meine, mit dem Kader, wir können ja gleich mal über Namen sprechen, aber dann sollte man ja oben dabei sein. Ja, gar keine Frage. Natürlich ist es so, dass die Qualität vom Kader, der sich bildet, aus denen, die jetzt neu kommen, plus denen, die am Schluss blau-weiß noch die Stange gehalten haben, ist natürlich der Anspruch da oben mitzuspielen. Aber nach wie vor ist es so, wir bilden ja hier eine neue Mannschaft mit einem neuen Trainerteam, mit einem neuen Physio. Markus Sehner wird Torwarttrainer. Wir haben also erstmal ein Umfeld, was wir schaffen müssen. Und der Vorrang soll sein, dass die, die hier sind, eben Spaß haben, dass die Zuschauer, die kommen. Inzwischen ist es so, dass wir mit der Altliga mehr Zuschauer haben als die erste Männer. Das sagt eigentlich schon alles. Sind ja auch mehr bekannte Leute drin, das muss man sagen. Gar keine Frage, aber es soll wieder umgekehrt sein. Die erste Männer ist nun mal das Aushängeschild und das soll es auch wieder werden. Dementsprechend, klar, wir wollen oben mitspielen, gar keine Frage. Aber es ist hier nicht zwingend aufzusteigen. Am Ende geht es einfach nur darum, die Leute sollen vom Platz gehen, wissen, dass sie alles gegeben haben. Und wenn sie alles gegeben haben und das reicht, dann freuen wir uns. Und wenn es dann eben nicht reicht aufzusteigen, reicht es eben nicht. Wichtig ist, dass die Leute Spaß haben und man merkt, dass Blau-Weiß wieder ein Traditionsverein ist, auf dem man heiß ist, so wie es früher war.